herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13.2. Wir beginnen den Part 4, wir sind jetzt glaube ich in Part 4, direkt mit einem Monster Battle, welches wir rasant beenden können, da wir extrem overpowered sind. Ja, im letzten Part haben wir dann mit Noel und mit Sarah uns auf den Weg gemacht, das Artefakt zu finden. Und wir waren ziemlich erfolglos, haben aber einige Rückblicke gesehen und haben einen Sidequest begonnen, welchen wir erst beenden können, nachdem wir das Artefakt gefunden haben. Wir werden versuchen, Kämpfen aus dem Weg zu gehen und direkt das Artefakt zu holen. Ich weiß ja, wo es ist. Ich habe das Spiel ja schon komplett durchgespielt gehabt. Ja, und dann sind wir zurück in der Siedlung. No artifact yet, huh? No, instead, my things are showing up in places they shouldn't be. I wonder if someone's trying to mess with us. I doubt it. No one here would do something like that. Hmm. I guess not. Unless they think they're doing the right thing. It might not be a person at all. I mean, with time and space being warped everywhere, anything could happen, really. Right. And that's how your things ended up out here? It's not a bad theory. Okay, so maybe we should ask if anyone else is missing stuff. Let's head to the house and find out. So, dann geht's auf zum Nora House. Und dann werden wir da weitermachen. Wir haben jetzt auch alle Items bisher eingesammelt, die wir bisher einsammeln konnten. Irgendwas stimmt im Haus nicht. Der Dialog mit LeBron ist der gleiche wie vorher. Sie erklärt uns etwas über die Geschichte von Cocoon. Oder Cocoon, 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 Cocoon. Und der Spiegel war vorher nicht da. Wir sprechen ihn mal an. Hey, check it out. Wait. Okay, what is that? How did that happen? It's a twist in time. Something that doesn't belong. Yeah. I think this is an artifact. Ich glaube, es ist ein Artefakt. We found an artifact, just as Noel said we would. We found the artifact. Everything else he said is true? Did he really meet Lightning in Valhalla? Maybe. Once I step through the gate, I'll be leaving my friends, my students, and the village for who knows how long. Can you tell me, Lightning? Do I dare believe this man? So, wir haben das Giganten-Artefakt bekommen. Dürfte auch das zweite Artefakt sein. Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Zur Sicherheit, das zweite Fragment, oder? Nö, es war nicht das zweite Fragment. Okay, das ist gut zu wissen. Ich dachte, es zählt mit zu Fragmenten. So, dann öffnen wir uns dieses Dings hier. Kriegen nur einen Heiltrank, weil wir nicht genug Dialoge hatten. Was nicht schlimm ist. Jetzt müssen wir nur noch zum Portal. But you still don't trust me, do you? I can see it in your eyes. If there's anything you're wondering about or don't believe, just ask and I'll try to explain. Well, there is one thing. What is it you want, exactly? A future that has people in it. I lived at the end of days. I was the very last child to be born. As I grew up, everyone I knew died, one by one, until eventually it was just me. All their dreams fell on my shoulders. I was their last hope. It was too much, so I left. Sure, maybe I couldn't go home again. Maybe I couldn't make everyone happy. But at the very least, I could rebuild a future where everyone could survive. So I went through the gate. Wasn't thinking very clearly then. I had a dream, but I didn't think it all out. I didn't know what it really meant. But once I got here and saw how you and your friends live in this village, I knew my dream could come true. In Valhalla, your sister gave me a chance. She gave me hope. The future can be changed. That's what she told me, and I believe her. I understand. Thank you, Noel. Thank you for telling me that. Gute Cocoon?
Gute Cocoon. You want to take a moment to say goodbye before we leave? Thanks. Ich überlege gerade. Okay. Na, labern kann man, glaube ich, jetzt gerade nicht großartig mit irgendwem. Den Sidequest haben wir angenommen. Wir labern zur Sicherheit nochmal mit dem Burschen. Das ist nämlich das Lustige. Alle Dialoge in diesem Spiel sind wirklich vertont. So we should head towards Cocoon, right? You know, it must be strange to have it there always watching. Ja. Renn um de Lebe. Renn um de beste Lebe. Keep a lookout. I will. You be careful too, man. Hier irgendwo soll es noch ein Item geben. Da ist noch ein Item. Haben wir einen Eisenreif bekommen, den können wir ausrüsten. Übrigens habe ich schon 2 Kraftreife oder beziehungsweise 8 Kraftreife bekommen und die ausgerüstet. Es sollte, ich guck mal ganz kurz auf die Map, es sollte irgendwo einen Ort geben, wo wir Dings bekommen können. Wo wir den Questgegenstand bekommen können, dass wir den schnell abgeben gehen können, bevor wir weiterspielen. Denn ich würde gerne den Quest beendet haben. Renn um dein Leben, Sarah! Hier irgendwo, ah, da hinten, oder? Irgendwie nicht. Okay. Versuch mal den Kampf noch zu beenden. Ach komm. Ah, gut, hat geklappt. Hier muss eigentlich irgendwo jetzt das Item kommen, welches ich brauche, um den Quest zu beenden. Hm. Schlecht vorbereitet. Ne, dann und nicht. Hm. You mean like your friends and the way they act? Understandable though. Guess it's not every day someone like me drops in from the future. Ja, wo könnte denn das Artefakt sein? Beziehungsweise wo könnte denn dieses Nora Special of Doom Kit sein? Hm. You say she's disappeared. I know where she is. She's in Valhalla. I'll take you to. Den Quest haben wir ja angenommen, das heißt, die muss hier irgendwo sein. Hm. Hm. Naja, vielleicht mache ich auch erst den Bosskampf und dann gucken wir weiter. Vielleicht habe ich es auch einfach nur verpasst. Ach echt. Ach komm, wir machen jetzt den Bosskampf und gut ist. Wir gehen den langen Weg. Oder was, wie laufe ich denn hier? Ich laufe im Kreis wie so ein Idiot. Egal. Dann laufen wir hier lang. Ah, Sarah hat ein cooles Schwert, finde ich. Noch haben wir noch keine neuen Ausrüstungsgegenstände oder so, also da gibt es nicht viel zu sagen zu. Interesting. Very interesting. Ja, und es ist halt viel rumgelaufen, wie ihr schon selber merken könnt. Ihr könnt ja mir mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr zufrieden seid mit 20 Minuten Parts oder ob die lieber ein bisschen kürzer sein sollen, aber dann seht ihr halt auch weniger, ne? Dürft ihr nicht vergessen. Ich glaube, ich muss zuerst den Boss Battle machen, bevor ich. Oder? Also es könnte sein, dass wir hier gleich das Item kriegen. Ah ja, hier ist das Quest-Item. Dann werden wir das Quest-Item an uns reißen, den Bosskampf machen und dann zurückkehren. We need more recruits. Da unten ist ein Item noch gewesen. Ich hab's vom Weiten gerochen. Hm. Mehrere Items. Wir holen uns zuerst das da hinten. Da gibt's die Phönixfeder. Komm schon, spring rüber. So, und dann kommt jetzt hier ein bisschen Action. Episches Lied. Der schon wieder. Auf geht's in den Boss Battle, Leute. Und hier ist die Strategie nicht viel anders da. Wir sorgen dafür, dass sein Dingsbalken hochgeht, gehen dann auf Doppelsequenz B und kloppen ihn Zauber rein bis zum Umkippen. Und ihr merkt schon, wir sind extrem overpowered. Er hat diese Barriere, wo er kaum Schaden kriegt. Dafür müssen wir ihn ja in diesen Zustand bringen. Also in den gebrochenen Zustand sozusagen.
So, dann wechseln wir auf Doppelkampf. Und dann gibt's ordentlich Damage. Ihr seht selber, der geht unter wie im Sekundentakt. Den Endgegner haben wir vernichtet. Definitiv 5 Sterne Wertung. Wir haben Kraftreif, Eisenreif, Phönixfeder bekommen. Ja, der Bosskampf ging da unglaublich lange. Oh, I did say. Wir kriegen 1000 KP und die Gogmagog-Essenz. Chocobo! Chocobo. Die verbrauchen Gizakraut. Ich weiß nicht, ob wir welches haben. Wir gucken uns hier gerade mal ein bisschen noch um. Dürfte jetzt gleich ein Item kommen. Da kommt jetzt wahrscheinlich ein Gizakraut drin oder so. Ach, das Item haben wir schon. Haben wir den Gizakraut? Ach, was mache ich denn? Ich will gar nicht Pause drücken. Ich will runterjumpen. Hallo! Und bevor wir jetzt irgendwas mit dem Portal machen, möchte ich erstmal gucken. Chocobo! Ihr verbraucht jedes Mal ein Gizakraut bei einem normalen Chocobo. Und jetzt werden wir mit dem Chocobo... Ach, komm schon. Den ganzen Weg zurückgehen, um den Quest abzugeben. Oh yeah! Chocobo in the hood! Mit Chocobo geht's dir gut! Oh yeah! Chocobo riding! Auf geht's, Chocobo! Gib dein Bestes! Oh yeah, Chocobo is in the M-effing hood. Spring! Spring um die Lebe! Chocobo, yeah, das ist Chocobo Remix of Doom. Ich glaub, wir können da irgendwo hinten runterspringen, yo. Da können wir runter und dann geht's gleich weiter. Auf Chocobo habt ihr keine Kämpfe, keine Zufallskämpfe. Ihr könnt einfach jumpen, wie ihr Bock habt. Oh yeah, this is the Chocobo Remix. Und Chocobo kann auch gleiten. So, dann steigen wir hier ab. Sprechen mit der Tussi. Yes, yes, that's it. You found my kit. I've been using this kit since I lived on Cocoon. Couldn't believe I'd lost it. It's funny how you get attached to these things. I'm sorry it's not much of a reward, but here. Ever seen a rock like this? I found it just over there. Do me a favor and try not to get yourselves hurt. I've got enough patients already. There aren't many people who like to play nurse around here. So, wir haben 50 KP gekriegt, doch so aufopferungswürdig. Dann packen wir uns wieder den Chocobo und ab geht's zurück. Oh yeah, Chocobo Remix. Guckt euch die geilen Koteletten des Chocobos an. Oh yeah, Chocobo fliegt runter, denn Chocobo ist munter. Und Chocobo fliegt immer runter auf die Fress. Oh my god! Gute Koteletten. Ich finde ganz ehrlich, die Chocobos in dem Teil voll epic, ey. Ohne Spaß, guckt euch die an. Yeah. Ich bin der King Vogel, ich hab alles drauf und du nicht. Yeah. Ihr könnt übrigens auf Chocobos auch Items benutzen, also Items öffnen, so Schatztruhe-Dinger. Und Zara reitet auf einem Chocobo hinterher. Komm, runter. Runter mit dir. Auf geht's, absteigen. Und das Portal anlabern, denn wir haben alles erstmal erledigt. Alles erstmal. Are you sure you're ready? You know, once we go through, there might be no coming back. Dialogtrigger. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Yes. Los geht's. Ja, ich bin bereit. It's not a dream or a lie. I know my sister is alive out there. I'm sorry I doubted you. Of all people, I should know how bad it can make you feel when no one believes what you say. Snow put all his trust in me. Now it's my turn to do the same for you. I've made up my mind. You and I, we go together. I won't let you down. We'll find Valhalla, I promise. Oh yeah, Cocoon over the Himmel. Ja, wir haben Neobodum JS 003, das ist übrigens die Zeitepoche. Jenseits des Sturzes, glaube ich, steht für J. Also JS steht für Jenseitssturz. Jenseits des Sturzes. So, you're not gonna say goodbye?
There's no need. We already have, sort of. Be quiet. Lightning's knife. It's been sharpened and cleaned. Well, you did hey, that. Hey, shut up. Look, my pendant has a brand new chain. Mm. Shh. Oh, okay. And Snow was purring like a kitten. Someone gave him a good brushing. Quiet. Hey. Why don't you guys go fess up? What? Go on. You too. Hey, Sarah. I figured no way you're leaving the pendant behind. So I made a chain, you know, so you wouldn't lose it. If Lightning is alive out there, wouldn't want her getting mad over a poorly maintained weapon. You know her. If you leave, someone's got to pick up the slack looking after Snow. So I volunteered myself. Thanks, guys. It's time for me to go. I don't know what's waiting out there in the future between worlds, but I want to see Lightning so much. If there's any chance at all, I want to take it. You can go, but you have to come back in one piece. Promise? I promise. If I believe, maybe a miracle will happen. The future won't change until you make the first step. You know what you're doing, right? Well, I can't say that I do. This is the first time I've opened a gate myself. Guess we'll just have to find out. Hey, what about Sarah? I'll protect her. I promise you, I vow never to let her come to harm. Fidel. But trust me, for Sarah's sake. Looks like the future starts now. I'll be back. Oh my God! Sarah, you set out on your journey for my sake. You believed in a promise. You believed in a future you could not see. I will keep fighting here, at the end of the world. I know you will come. I believe in you. Sarah. Übelster Kaius! Übelster Kaius! Musste sein. Unter allen Videosequenzen. This place is incredible. It's the Historia Crux. The crossroads of the time continuum. So this is how you were able to travel backwards from the future? Right. Just floated through this nowhere space. And now it's your turn. Bester Kupo? Ja, Leute, wir haben die Chronosphäre bekommen, oder das Historia Cruise. Das ist der Ort, an dem wir zwischen Zeitepochen wechseln können, quasi zwischen Dungeons im Vergleich zu anderen Final Fantasies. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt die Ansicht ändern auf zwei verschiedene Ansichten. Hier habt ihr die Welten in einer Reihenfolge in verschiedenen Zeitepochen, denn ihr könnt jede Welt auch in verschiedenen Zeitepochen antreffen. Und in diesem Modus, wenn ihr wieder L1 drückt, habt ihr quasi, oben sieht es schon die Standardkarte. Der nächste Ort wäre Brescherruinen JS5005. Das sind 2 Jahre in die Zukunft. Mehr zur Chronosphäre werde ich im nächsten Part erwähnen. Ach, wir haben 3 Fragmente, fällt mir eben nebenbei so auf. Ich hoffe, ich habe es oben im professorischen Rahmen aufgebessert. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich bin Belias. Ciao.